Das gab Guy Forget, Turnierdirektor des zweiten Grand Slams des Jahres, am Dienstag bekannt. Mehr Geld gab es für Tennisprofis bislang nur bei den US Open 2017, ca. 43,3 Millionen Euro zu werden. Die 117. Auflage des Sandplatzturniers im Pariser Stade Roland Garros findet vom 27. Mai bis 10. Juni statt. Seit Jahren steigen Preisgelder bei den vier Grand Slams. Craig Tiley, Turnierchef der Australian Open, hatte im Januar angekündigt, in den nächsten 5 Jahren Schallmauer von 100 Millionen Dollar durchbrechen zu wollen. Zum Vergleich, vor 5 Jahren hatten French Open 22 Millionen Euro ausgeschüttet. In SEM-Jahr bekommen Sieger im Herren- und Damen-Einzel 2,2 Millionen Euro. Die Verlierer der ersten Runde dürfen sich mit 40.000 Euro trösten. Titelverteidiger sind Rafael Nadal, Spanien, und Jelena Ostapenko, Lettland.